Hä? Oder zumindest einen französischen Akzent im Simlischen. Auf jeden Fall diese französische Polizeiwache, die angelt euch die Verbrecher raus, eigentlich. Jeder kriegt 3 Polizeiwegen. Hey, deine Feuerwehr ist zuverlässig, das finde ich super. Du hast mir gerade einen Brand gelöscht. Stimmt, wir brauchen eine Müllhalde. Ach, wir brauchen zum Recycling. Leute! Na, wie ist das Geld da? Zum zweites Mal. Leute, die wünschen sich immer ordentlich. Okay, jetzt gucken wir mal, ob er dann noch in 3 Stunden online ist. Ich sage, schreib gerade so, jetzt schicke ich dir nichts. In 3 Stunden eventuell. Ja, okay. Ich würde lachen. Ich auch. Weißt du, hier, die Logik verstehe ich nicht. Die einen schreiben, ja, es gibt tolle Läden zum Shoppen. Und die anderen, ja, wir brauchen mehr Läden zum Shoppen. Ich verstehe das Spiel. Das ist das Spiel. Bitte pumpt schnellstmöglich was? Diesen Scheiß. Nein, ich habe einen Tornado in meiner Stadt. Was soll denn der Scheiß? Hey, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Denkst du, dass du es überlebst? Er geht quer durch meine Stadt. Was willst du von mir? Strom? Nee, Strom reicht. Gott. Wisst ihr, was ich vorhabe? Kann mir mal jemand sagen, warum ich eigentlich immer die Katastrophen im Let's Play abbekomme? Weil du nicht aufnimmst. Ich hab sie auch schon in der letzten, da hatte ich einen Meteorit dann bekommen. Tornado verwüstet die Stadt. Hohe Steuern. Lass mich schnell waren der um. Hey, das kein Kind verloren. Okay, ich habe 24 Trümmer und 2 verlassene Gebäude. Ich weiß jetzt wieder, was ich machen wollte. Müll. Halde. Der ist Gott sei Dank oben in meiner Stadt gespawnt, oben auf dem Berg, und da habe ich nicht wirklich irgendwas Wichtiges. Fuck, ich habe gerade eine Straße abgerissen. Ich liebe es. Was ist? Ich darf eine Müllhalde bauen. Oh ja, kommt bei mir auch bald noch. Habe ich jetzt schon gemacht. Hey, ich habe wieder ein Upgrade. Welche Abteilung brauchen wir noch? Brauchen Leute, ich brauche wieder Wasser von euch. Leute. Ja, kauf mir ab, ich hab genug. Ja, nee, ich kaufe ja bei dir ab, ich kaufe ja nur bei euch ab, aber ihr liefert mir zu wenig. Echt? Ja, ja. Red doch mit mir, dann baue ich halt noch einen Turm. Mein Gott. Warum, was steht denn da überhaupt? Pflanzen wir Bäume für eine bessere Welt. Tun wir es oder tun wir es nicht? Wer mich davon abhalten kann, der ist gut. Ich baue einfach nochmal so einen komischen Turm. Ja. Dann dürften wir aber eindeutig jetzt genug haben. Jetzt sollte die Bodenverschmutzung zumindest runtergehen. Oder die Wasserverschmutzung da. Bäume sind ein gutes Hilfsmittel für sowas. Oh, meine Stadt. Die Scheißhauskarte? Gott saugt die Scheiße dahinter. Halleluja. Oh, stimmt. Muss ich auch nochmal nach. Scheißhauskarte, welche ist denn das vom Symbol her? Oha, ja. Die Abwasserkarte. Ja, ja. Kläranlage kann ich noch nicht bauen. Darum baue ich einfach nochmal den komischen. Ah, scheiße, der ganze Wind geht über meine Stadt, also alles, was hey, ihr anstellt, kommt direkt raus. Irgendwie bekommt meine Stadt immer mehr Wasser. Ist doch gut. Ja, ich baue jetzt auch mal selber noch einen Wasserturm, damit ich mich ein bisschen versorgen kann. Irgendwie sehe ich bei dieser Scheißhauskarte, ich habe ein Problem. Ich sehe immer nicht, wo ist den ganzen... Ah, jetzt da, den Schlons. Den zieht's raus aus den Kanälen. Schön über die Brücke drüber. Ah, kein Wasser mehr, die Reserven werden bald erschöpft sein. Haha. Ja, ich hab noch genug für... Warte. Ja, nee, du schickst mir keins mehr. Echt? Aber ja, ich doch, oder? Ja, du schon noch. Pass mal auf. Scheiße, ich hab kein Geld. Ja, ich hab auch kaum Geld. Ich hab 40.000, das reicht nicht aus. Sonst hätte ich dir was geschickt. Also, ein bisschen was. Ja, ich merk's gerade, weil jetzt ist deins weg. Jetzt ist dein Wasser auch noch weg. Jetzt merke ich's ordentlich. Was ist denn bei deiner Wasserkarte los? Ach stimmt, du hast es mal gesagt, du hast nicht sehr viel. Ich habe 3 Flecken. Und wie viele davon sind leer gepumpt? 2, oder? Kein einziger, ich habe noch nicht mal angefangen. Dann pump mal raus. Ja, mach ich ja jetzt. Wir wünschen uns Straßenbahnen. Leck mich. Ja, auch, aber die können mich mal, weil ich baue gar nicht. Ich habe auch viele Wünsche, aber pump mir erstmal meine Kasse voll. Ich brauche, Strom. Warte, ich mach mal. Nehmen Sie insgesamt 15.000 pro Stunde ein. Hä? Okay. Hast du? Alter. Ja. Wie? Ja, ich nehme eigentlich nur 3.000 ein, deswegen wundere ich mich ja auch gerade ein bisschen drüber. Aber ja. Fahren bei euch wenigstens ein paar Peugeots vorbei, die eure die Verbrecher einsammeln. Peugeots? Ja, ich habe Franz Feuerwache, habe ich doch gesagt.
Warte, wie viel kostet mich schwule, da kommen jetzt dann extra schwule Franzosen zu uns. Ja, wahrscheinlich solche Stripper-Polizisten. Du machst mir Angst. Nee, mache ich ehrlich gesagt mir nicht, aber okay, lassen wir das Thema beiseite gestellt. Herkunft, Kaffee Bohnenbrand. Ja, aber nicht. Wie heißt deine Stadt? Welche? Meine heißt Neu-Avalon und die andere da von Trashock, die heißt Trigina. Also reimt sich auf Regina. Ja, ja, mach ich. Also falls irgendwie jemand nochmal Krankenwegen braucht, der gibt einen Ton von sich, ne? Ja, der meckert schon wie blöd hier. Okay, dann bekommst du mal 9. Ich verlange mal mehr Steuern, weil das kann ja echt nicht so angehen. Ich nehme mir echt nichts ein. Ja gut, Strom habe ich wieder genug. Dieses Interaction-Play in dieser... Weißt du, die ja, Spieler helfen sich gegenseitig, der eine baut ein Krankenhaus-Imperium auf. Irgendwie funktioniert das nicht ganz. Ah, nicht wirklich. Ich habe Krankenhaus und Polizei. Und schick beides zu euch rüber. Ich guck mal gerade bei Yannick. Kannst machen. Es sieht schnieke aus, ja. Da, diese Umgehungsstraße hat sich um einen Strich erweitert. Da hinten. Da kommt dann das Straßenbahndepot hin. Ja. Der Strichel da hinten. Naja, Strichel da hinten. Hab's den Strichel da hinten. 44.000. Das dauert aber noch ewig. Hat jemand gerade Geld für schlechte Zeiten? Ja, ich. Alter, die brauchen alle einen Kranken. Kannst du mir ja, 4.000 geben? Mir, dann kann ich dir Wasser verkaufen. Ich brauche eigentlich 9 Krankenwagen, das müsste funktionieren. Nein, ich brauch's gerade selber wirklich dringendst. Ach so. Ja, ja, ich habe auch schon. Ich schnorr dauernd Geld. Tschüss. Hast du vielleicht Geld übrig? So 4.000. Erz oder nicht Erz? Bauen sie insgesamt 100 Tonnen Erz ab. Was ist denn das für ein dummer Titel? Frage ich mich auch gerade. Aber mei. Du beziehst kein Wasser mehr von mir? Ich beziehe eigentlich schon noch Wasser von dir. Na, da läuft was ganz gewaltig schief. Würde ich mal sagen. Ja, so mittelmäßig. Ihr kennt aus dem City. Ja, geil, Bau der ersten Apartmenthäuser. Hey Leute, ich sag's euch, das geht ja hier ab. Oh bitte nicht, oh bitte nicht. Keine Schul... Stellen. Okay, die Leute sind glücklich, obwohl ich die Steuern erst hochgestellt habe. Gut, dass sie meine Steuererhöhung so gut schlucken. Da steigt gerade übelst das Glück an. Zu großer Neigungswinkel. Ich sag's dir, leck mich. Leck mich. Wisst ihr, wie viel Schädig? Ich kann nicht jeden Cent gebrauchen. Dammit. Strom, wo bist du nochmal? Scheiß auf Schule, ja. Wer braucht Schulen? Ich meine, wir sind spezialisiert auf Schulen, aber scheiß auf Schulen. Könnte mir mal irgendjemand Geld geben, verdammte Scheiße? Wenn ich selber genug hätte, um meine Probleme zu tilgen, dann würde ich dir was geben. Ich habe zu wenig Strom bekommen. Aber ich will keinen kaufen, obwohl ich mir eigentlich jetzt... Ich guck einfach mal kurz. Kaufen wir bei... Kaufen wir bei... Also die obere Einkommensschicht existiert nicht. Ah, Mann. Könntet ihr mir auch gleich sagen? Ich kaufe eigentlich Strom bei... Strom, komm! Strom. Ja, super! Ja, super, darf ich nur sagen. Es reicht immer noch nicht. Trashock! Jo! Ich hab Trashock gesagt, warum reagierst du jetzt? Ich wollte trotzdem antworten. Oh, Mann! Mann, nee, nee! Strom habe ich genug. Also, erste Konfliktsituation, wer braucht Wasser? Bei mir gibt's gleich Wasser zum Importieren. Da oben gibt's viel. Leute, Wasser! Ja? Importieren. Pass auf. Alter, ist das ein geiler Bug! Du kannst bei mir Wasser kaufen. Ey, sehe ich so aus, als hätte ich Geld? Ich mache jetzt Bug-Using. Wie? Ich baue eiskalten Windkraftwerk einen halben Kilometer abseits meiner meines eigentlichen Windkraftwerks. Wie hast denn das hinbekommen? Ich habe einfach so einen Weg, ein ewiges Stückchen weiter weg gebaut. Ach, das ist kein Bug-Using, das ist immer so. Bildung.
Bildung wird bei mir nicht unterstützt. Oh finanziell. Gott, stimmt. Kostet zu viel. Den. Ah, jetzt geht's sogar. Jetzt kann ich sie mir leisten. Da blinkt sagen Sie, dass 10.000 Einwohner. Schön, ich habe einen Erfolg bekommen. Vorstadt. Wir haben 10.000 Einwohner. Wir haben sie auch endlich mal geknackt, die 10.000er Marke. Da blinkt irgendwas oben drüber. Warum hatte ich den Erfolg nicht? Du hast laut meiner Karte 18.000 Einwohner. Ja, aber ich hatte den. Ich habe den Erfolg nicht bekommen. Kam keine Meldung. Hast du schon gespielt ein bisschen auf Europa West? Was? Mein Windkraftwerk wurde gerade eingerissen. Tja, Buckhirsing hat kurze Beine. Hä, wie ging denn das jetzt bitte? Schon wieder voll. Einfach weg. Einfach bumpf weg. Überhaupt nicht. Hat Alter, dieses Bürgermeisterhaus / die Villa. Nein, Bürgermeisterhaus. Hat das einen Sinn? Die Leute freuen sich wie blöd. Achso, okay. Dann baue ich es hier hin, wenn es keinen richtigen Sinn hat. Ich könnte mal wieder Strom gebrauchen, aber jetzt geht's eigentlich. Alter, die Leute der ganzen Stadt freuen sich wie blöd. Ja, grob gesagt schon. Das teilt sich wie so ein Virus aus. Geht bloß nicht über die Brücken. Schade. Doch. Feuerwache geschlossen? Strom? Ja. Ich habe angeblich Strom in meiner Stadt. Feuerwache? Und wenn kannst du Strom bei mir kaufen, glaube ich. Strom habe ich. Nein, kannst du nicht. Ja, nicht gerade viel. Ich habe Strom, wie blöd. Was wollte ich danach machen? Wartet, bis ich ein AKW habe, dann könnt ihr bei mir Strom kaufen. Wie blöd. Das Bildungsniveau ist bloß noch zu niedrig. Warum cool, baue ich eigentlich jeden Scheißen? Der Weg. Geil, liebe Grafikbugs. Der Weg ist das was? Ziel. Ich hab Gebäude ohne Strom. Ja, leckt's mich doch. Kennst du mich gleich mal? Ich geb dir gleich Gebäude ohne Strom. Ja, ich geb denen auch Gebäude ohne Strom. Sag mal, was muss ich denn alles machen? Dass ihr glücklich seid. So, sehen wir die Flachmattscheiben. Ich meine, wie kann ich mein Bildungslevel steigern, ja? Gut ausgebildete Schule, spezialisiert auf Schule. Und angemeldet. Ich krieg's drüber. Stellen Sie ein Polizeirevier auf. Was habe ich aufgestellt? Polizeiwache. Gott, nicht schon wieder. Ich habe auch eine französische Polizeiwache. Und eine pro Tag Verhaftung. Ja, wie geil. Ich liebe es. Der Wind hat sich verändert. Scheiße, oder? Bitte, bitte, bitte ins Gute, bitte ins Gute. Ich bin eine Randstadt. Ich kann echt nur besseren Wind gebrauchen. Genau zu dir hin. Der Wind weht schon die ganze Zeit so. Das ist das Problem. Ich krieg jeden Schlons ab. Gebäude ohne Strom. Bring doch endlich den scheiß Strom da runter, ich sag's dir. Tja, Leute. Jetzt alle. Boah, irgendwie schaut meine Stadt komisch aus. Die Straßen schauen komisch aus. Leute. Was würdet ihr sagen? Gehen wir mal futtern? Gehen wir was? Futtern. Oder auf andere Frage. Trash Org! Wie sieht's aus? Wie lange wollt ihr noch Aufnahme machen? Frag ich mal. Jahrelang! Keine Ahnung. Kein Job, kein Geld, ich muss klauen gehen. Sag mal, wenn ihr so offensichtlich seid, dann könnt ihr doch bitte die scheiß Typen da nehmen. Leute, ich mach 8 Megawatt im Überschuss. Könntet ihr eventuell mal endlich diesen asozialen, behinderten Arsch in Bewegung setzen und diese blöden Bobbel durch die Straßen schieben? Geil. Alter, im Ernst, müssen wir mal die Stadt sehen, die komplette linke Hälfte ist rot und die andere ist gelb. Jetzt bewegt sich endlich so ein Arschbobbel mal durch die scheiß Straße. Und biegt wieder rechts ab, warum? Links ist die Scheiße, ab, Gott. Geh links, links, Alter, geht rechts. Das war so klar. Idioto. Haha, weißt du, was deine Feuerwehrautos machen? Die drehen Kreise bei mir. Viel Spaß, deine Häuser fackeln ja nur ab. Nee, meine haben sie gelöscht und dann haben sie Kreise bei mir gedreht. Kommt wieder zurück, ihr Arschlöcher! Sie kommen schon wieder. Sag mal, es fehlt immer noch ein Teil. Du solltest den Feuerwehrleuten ein besseres Navi geben, die sind scheiße, was die Wegfindung angeht. Stellen Sie ein Recyclingzentrum auf, weil... Verwaltung geschlossen, ja, ich weiß, dass ihr Strom braucht, leckt mich doch am Arsch, da ist einfach... Ich produziere 7 Megawatt im Überschuss und dieser scheiß Bobbel... Große Probleme im Gesundheitswesen, sag mal, seid ihr bescheuert? Bobbel, geh jetzt endlich da runter, du Mistgeburt. Abdeckung durch Trashhawk.
Bobbel bewegt dein Arsch. Viele Keime. Viele Keime. Ah. Luftverschmutzung geht eigentlich. Das boostet mir Gott sei Dank aus meiner Stadt raus. Ist echt praktisch. Aber ich hab jetzt auch diese blöden Flecken schon. Flecken? Mach mal Luftverschmutzung an. Du hast Flecken in deiner Karte. Die kommen durch andere Städte sozusagen. Ja. Ich hab Flecken in meiner Karte, ja. Kleine, aber ich hab Flecken. Die ziehen so über die ziehen so über die Karte. Super. Gefähr, finde ich auch so kacke. Keime, es geht eigentlich an, das ist Boden. Finanzieren wir das Projekt Greenpeace mal ein bisschen. Ihr werdet mich hassen, ich weiß. Passt eigentlich. Ja, du nicht, aber die anderen, die Zuschauer. Weil diese Bäume so viel Geld kosten. Gott, da ist noch ein behindertes, mistgebürtiges Haus. Ja, da ist der Bobble endlich vorbei. Meine Stadt ist endlich mit Strom versorgt. Oh, und ich hab Geld gespart während der Zeit. So, wir bauen eine natürliche Wand aus Bäumen. Schauen wir mal, ob das irgendwas in der Luftverschmutzungsbranche bewirkt. Wir können nur hoffen. Es tut sich ein klein bisschen was, aber der Hauptschlons zieht immer noch über die andere Seite. Soll ich jetzt ein Recycling-Center bauen? Warum fragst du mich das? Ersetzt nicht die Müllhalde. Ja. Die wollen aber von mir auch ein Recycling-Zentrum. So. Dieses Mal passe ich auf, dass ich rechts und links noch was hinbauen kann. An die Müllhalde. Hast du das auch nicht gemacht? In der ersten Stadt? Ja, und dann konnte ich keine Verbrennungsanlagen hinbauen. Großer Fehler. Kann ich dir nur zustimmen. Aber Leute, nach meiner Waldbepflanzung würde ich sagen, wie sieht's aus? Ich würde die Aufnahme beenden. Wir telefonieren seit einer Stunde 41. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr Material von 1,5 Stunden. Das dürfte reichen. Ich überlasse euch das Wort. Weil ich bin ja immer der mit dem letzten Wort, also Tradition. Weitermachen will? Ja, Leute. Es tut mir leid, aber ihr könnt nicht ewig aufnehmen. Weitermachen will? Okay. Trashock ist eh schon eingeschlafen. Trashock? Was? Boah, was geht denn bei mir ab? Die französische Kolonne kommt. Das Militär ist unterwegs, oder was? Da. Folgen. Ich hab noch für 11 Monate Erz. Dann hab ich kein Erz mehr. Ja, die Schießereien gehen los. Ich fördere 32 Tonnen Erz pro Tag. Jetzt fördere ich mehr. Also jetzt Leute. Jetzt fördere ich 33 Tonnen Erz pro Tag. Und meine Erzkrankarbeiter sind krank, ne? Meine Erzkrankarbeiter. Ja. Warum kriegst du keine Energie mehr von mir? Warte mal. Strom. Warum? Das Krankenhaus sieht so ach, toll von innen aus. Oder wie? Ich glaube schon. Okay, gut. Kaufe ich Energie ein? Das Krankenhaus sieht so toll aus. Ich könnte euch mit Müllfahrzeugen versorgen. Ja, vielen Dank, bitte hierher. Ich versorge ihn mal mit 6 und ich versorge... Nee, ich brauche keinen Müll, ich habe keine Mülltonnen rumstehen. Okay, Leute, ich bekomme wirklich Hunger. Ja, das ist mir egal. Ja, aber mir nicht. Ja, aber mir. Aber mir nicht. Aber mir, meine Stadt ist voll Ronze. Voll Ronze? Was okay, wenn es Ronze ist, dann passt ja alles. Also... Trashock, ich bitte dich vorzutreten und dein letztes Wort zu sprechen. Oh, da kann man nicht viel sprechen. Da kann man nicht viel sprechen, du darfst dich verabschieden auf gut Deutsch. So ja, Sag ciao, du Depp. Ciao. Auf gut Bayerisch. Und dann GM. Achso, Trashock hat schon ciao gesagt. Habe ich nicht mitbekommen. Langsame Feuerwehr, ich brauche noch eine Feuerwache, dann können wir gerne aufhören. Ich pause kurz. Bitte. Ja, ich hab sie gleich. Hab sie gebaut. So, okay. Also, hat voll Spaß gemacht und ich freue mich schon irgendwie voll auf die nächste Folge. Und ja, bis dann, servus. Ich sag noch kurz, der Neuanfang hat uns irgendwie gut getan. Und ich freue mich auch wieder, wenn es heißt Let's Play SimCity. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst, etc. Ihr kennt das ganze Gedöns ja. Also dann, adios.